Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Ihr seht, es ist 5.52 Uhr. Hier geht ein Fünfer auf in 47 Minuten. Der interessiert uns aber nicht, denn in der Nearby-Liste ist noch ein anderer. Der geht 20 Minuten eher auf. Den habe ich mal in die Gruppe reingepostet, wieder mal reingeschrieben. 6.18 Uhr, Golden Gate Bridge, 5er, Ramses mal 6. Das müsste ja jetzt C-Krom sein. Ich hoffe, die haben diesmal nichts falsch gemacht. Und plötzlich kommt eine Gurke raus. Wir sind also auf dem Weg zum allerersten C-Krom Raid in der Weltgeschichte des Ramses. Melden uns dann zurück, wenn wir am Raid stehen. Da muss ich ein Stück durch den Park laufen. Eigentlich hätte ich die 20 Minuten auch warten können, bis der andere aufgeht. Denn der ist wenigstens zu Hause, den hätte ich gemütlich vom Sofa aus machen können. Da hätte ich die Sachen alle schön ablegen können. Im Park habe ich wieder keine Ahnung, wo ich überhaupt was hinpacken soll. Aber das sehen wir gleich, wenn wir dort sind. Dann gucken wir uns auch gleich die Konda an. Wir gucken uns die IV-Werte an, was das 100er hat und so weiter. Wir sind also gleich zurück. Wir sind auf jeden Fall gespannt, ob wir es kriegen, ob wir direkt auch gleich einen Glückstausch machen können. Dafür muss ich es auf dem anderen aber auch kriegen. So, wir kommen auf jeden Fall immer näher. Es sind noch 21 Minuten, bis er aufgeht. Und ich habe mir gedacht, wir können ja schon mal in die, in die GoTool-App reingucken. Wie immer, die gibt es nur für Android, die gibt es nicht für iOS, Apple, sonst was, iPhone. Tut mir leid, kann ich auch nichts dazu. Finde ich aber richtig nützlich, weil da eigentlich alles drin ist, was man braucht. Und momentan brauchen wir die 5er Raids. Das ist noch nicht aktualisiert. Da ist noch Regiram, Latios, Latias. Aber hier ist eben auch Zekrom drin. Ihr seht, hier steht zwei rote Spieler. Also nicht von der Teamfarbe, aber zu zweit. Mit den besten Kondern, mit dem höchsten Level, mit Wetterboost, mit allem drum und dran, mit Best Friend. Könnte man das vielleicht schaffen? Bei drei Spielern ist es schon orange. Wir können jetzt wieder hier auf Konda drücken. Dann kopiert uns das die ganzen Pokémon-Nummern in den Zwischenspeicher. Und dann müssten die, die hier zu sehen sind, gleich aufgeführt sein. Aber ihr seht sowieso, am besten sind also Drachen. Auf Platz 2 Zekrom selber. Ja, da nimmst du halt mal Zekrom beim Zekrom Raid, wenn du noch gar keins hast. So musst du es machen. Palkia auf jeden Fall aufgeführt, Regiram, Dialga aufgeführt, Rayquaza ziemlich weit hinten, wie ich sehe, mit Drachenattacken. Das wundert mich. Ich dachte immer, der wäre so heftig. Das nehmen wir aber auf jeden Fall erstmal mit. Ist vom Typ Drache und Donner. Wenn ihr jetzt in die App also geht, geht auf Pokémon und gebt den Zwischenspeicher hier ein, seht ihr ja wieder, dass das alle Pokémon-Nummern reinkopiert hat. Nach WP sortiert sieht es dann so aus. Da ist also auch hier Groudon dabei, Regiram, Palkia, Dialga, Knackrack. Ich muss mal gucken, was hat denn das Regiram überhaupt? Feuerodem, Hitzekoller. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Auf zwei Drachenattacken für das Zekrom. Und hier hinter mir seht ihr eine Bank. Ich glaube, wenn es so weitergeht, muss ich euch einfach auf diese Bank drauflegen und die Kamera vielleicht hier auf den dreckigen Mülleimer stellen. Mal gucken, ob noch jemand mitmacht aus der Ferne. Vielleicht jemand auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg von der Nachtschicht ins Koma, auf dem Weg aus der Kneipe nach Hause. Ich bin auf jeden Fall gespannt und bin ziemlich früh dran. Jetzt stehe ich nämlich am Arsch der Welt, wie ich sehe. Hammer, der. Der sieht auf jeden Fall brutal aus. Also irgendwie bedrohlicher als das Regiram. So. Ich drehe das schnell richtig. Ich muss ja eh erstmal die Attacke aufladen und dann. Die Bank ist vielleicht auch unvorteilhaft. Jetzt habe ich extra mein Beutelchen hin, sonst würde es alles noch mehr hier rumrutschen. War ja auch alles nass.
Ja, aber es nimmt ja gut ab. Man hat immer 5 Minuten Zeit, um so einen 5er-Boss zu erledigen. Also wenn man bei 150 Sekunden ist und es ist immer noch nicht im gelben Bereich, dann wird es brenzlig, aber das sieht ja gut aus. Es sind ja jetzt gerade mal 55 Sekunden vergangen und der ist schon bei der Hälfte, also alles kein Problem. Es gibt natürlich viele, die versuchen hier das Maximum rauszuholen. Die machen mit 2 Accounts, versuchen sie dann immer so einen 5er zu legen oder mit 3. Und wenn sie es mit 3 schaffen, versuchen sie es dann mit 2. Aber ich früher gewohnt, aber immer cool, aber lauter Chinesen. Ich denke, es ist auf dem Platz der Einheit aus, aber lauter Chinesen, Kreuz und Berg, dann alle Pokémon. Aber wenn du dann eine Raid hast, dann ging es gut ab. Waren so 50, 60 Mann zusammen. Hier habe ich noch gar keinen gesehen, der das spielt an Chinesen. Vielleicht hat Hibu keine Chinesen, ich weiß es nicht. So. Das war's. Jetzt habe ich mir natürlich den Wert von dem 100er gar nicht angeguckt, beziehungsweise nicht gemerkt. Das werden wir gleich mal machen. Und dann ist es wichtig, dann müssen wir ja fangen. Darf er vorher aber nochmal in die GoTool-App, die uns immer mit nützlichen Informationen versorgt. Nochmal auf Stufe 5, wir gehen runter. 23,07 muss es haben. Was hat der Gefer? 23,73. Okay, 23,07, also wir gehen mal rein. Wir gucken erst bei den anderen Accounts. Machen es wieder ganz spannend, ob wir hier irgendwo ein gutes dabei haben. 22,62, 22,82, 22,73, 84. Das ist jetzt der vom typisch Andy. Da müssen wir es unbedingt fangen, dass wir es dann direkt auch tauschen können mit Glückstausch. 22,79 und guckt euch den an. Der sieht so genial aus, auch mit diesen roten Augen. Und auf dem großen, na gut, das sehen wir ja eingeblendet eigentlich. Toll, 22,17. Der schlechteste von allen. 22,17, wir gucken mal, das sieht auf jeden Fall sehr standhaft aus, als würde es nicht hin und her gehen. So können wir also schön immer in die Mitte zielen. Also so eigentlich nicht. Außerdem braucht man noch eine goldene Beere. Wir stellen den Kreis noch mal ein Stück kleiner, einfach fabelhaft. Es hüpft. Es hüpft wieder. Es sieht wenigstens sehr schwer aus, wenn es hüpft. Nicht so wie beim Regiraben, das sah wirklich aus wie ein Hühnchen, was sich einfach nur hin und her bewegt. Steht also eigentlich fest in der Mitte. Es fliegt nicht links, es fliegt nicht rechts. Denke ich mal, dass das wieder sehr einfach zu fangen ist. Also sehr einfach zu treffen, vor allem hier. Ganz behende, es greift wieder an, ihr könnt wieder draufwerfen. Also super Sache. Da freue ich mich jetzt schon. Ich hasse es jedes Mal wie bei Cresselia oder bei Kyogre oder bei den anderen Dingern, dass sie immer zu hin und her gehen und ihr einfach keine Geduld habt, ihr einfach immer nur draufschmeißen wollt. Das ist so ähnlich wie bei Groudon, wo ihr eigentlich sicher eure Würfe machen könnt. So, 1, 2, nee, ist nochmal raus, aber wir haben immer noch 10 Versuche. Der Tweetbro hat auch gerade geschrieben auf Instagram. Jetzt ist er im Video dabei. Grüße gehen raus, falls er das sieht. Der hat gestern auch die ganze Zeit gestresst, der hat ja den Account gewonnen. Dem habe ich den Account gegeben, das ist ja alles Trainerclub-Account gewesen. Und er wollte irgendwie seine E-Mail-Adresse ändern. Jetzt ging das nicht, weil irgendwie noch die andere angemeldet war von dem anderen Kollegen. Der ist dann aber, wollte sich mit ihm in Verbindung setzen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt geklärt haben, dass sie das alles machen konnten. Wenn wir den nicht fangen, gehen wir auf jeden Fall zu den Stolpersteinen und nehmen den noch mit. Ich habe ja noch ein paar Accounts dabei, muss ich dann nur die Handys ummelden. Er kommt halt wieder raus. Aber immer noch 7 Versuche. Beim letzten Mal bei Regiram ist mir ja auch das erste geflüchtet. Und ich musste noch einen zweiten Raid hinterher machen. Ich hoffe, das ist diesmal nicht so. 1. Und er kommt wieder raus. 4 Versuche noch. 4 Bälle. Es wird auf jeden Fall immer spannender. Die Füße tun auch schon weh. Er ist wieder rausgekommen. 3 Versuche noch. Oh mein Gott.
Vielleicht kann ich nochmal auf Bennys Hilfe dann zählen. Vielleicht macht der Stolperstein auch nochmal mit, wer weiß. Oder Gefa, der ist extra jetzt hier runtergelaufen. Eins, zwei und. Nee, es kommt wieder raus. Noch zwei Versuche, das kann doch nicht wahr sein. Nochmal einfach fabelhaft. Eins, zwei und es ist drin. Wunderbar. Neuer Pokédex-Eintrag. Können wir auch gleich mal bewerten, obwohl das natürlich wirklich extrem schlecht ist. Also eigentlich würde ich es gleich direkt wegschmeißen. Können wir aber natürlich gut zum Tauschen nehmen. 10, 10, 10, das Schlechteste, was es überhaupt gibt. So, wir sind nochmal kurz zurück. Wir wollen nämlich jetzt ein, wie gesagt, wir haben es eben vergessen, ich wollte noch ein Glücksei einwerfen und wollte ein paar Geschenke noch aufmachen und dann den Glückstausch noch machen. Jetzt habe ich natürlich den Raid nicht mit Glücksei mitgenommen. Ich habe den Pokédex-Eintrag nicht mit Glücksei mitgenommen. Ich habe den ersten Fang des Tages nicht mit Glücksei mitgenommen. Aber ich sammle immer erst ein paar Leute, dass ich so, sagen wir mal, 10 Stück habe, die ich dann öffnen kann, wenn nichts weiter dran steht. Jetzt haben wir hier also zum Beispiel den Mark X, wir haben den Adriano, den habe ich gestern Abend erst angenommen. Wenn ich da Leute reinhole, die dann tagelang nichts schicken, die habe ich dann auch wieder raus. Jetzt habe ich viele, die gleich nachdem sie angenommen wurden, was geschickt haben. Baba Goat oder wie der heißt, B, Maximilian B, auch am Start. Gibt jeweils immer 6000 Punkte. Ne? So, Gema Dudjol. Dudjol, keine Ahnung. Bei den meisten Namen blicke ich eh nicht durch. Ich, der Retter. Das ist aber schön, wen auch immer der retten will. Infamous hat noch nichts geschickt. Kando HD1. Also, der steht für gutes Bild. Known as Elekid fand ich auch richtig genial, den Namen. Hat aber leider noch nichts geschickt. Der Kröger 06, der hat letztens auch angeschrieben und gefragt, ob ich ihn annehmen kann. Majedov. Nehmen wir auch noch an mit seinem Panferno aus Berlin. Max Gixming Gaming? X Gaming? Keine Ahnung. Mit Garados. Optimalismus und Optionalismus haben wir drin. Jetzt haben wir den zweiten auch noch dazu. Pauline haben wir hier da. Auch mit zwei Accounts. Einmal Pauline 233 und Pauline 333. Level 28 aus Schwerde. Der Holzhase, der einfach aussieht wie Behindihase, aber okay. Rayquaza dabei, das ist auf jeden Fall auch nice. Hat sich auch übelst gefreut, dass wir den mit reingenommen haben. Seemann 90, ihr seht das alles schön alphabetisch geordnet. Nehmen wir auch noch an mit seinem Super Mario Stromkasten. Sokos Rache. Und ihr seht, bei manchen habe ich mir auch einen Vermerk dran gemacht, dass ich eben weiß, wie ich die wieder finde oder wer die sein sollen. Das ist der Kevin aus Facebook. Nachnamen habe ich extra weggelassen. Killer Phantom X nehmen wir auch noch an hier und habe mir ein paar Links in eine Liste reingeschrieben, gerade von Facebook, dass ich die wiederfinde. Wir gucken mal kurz, Stufe 2 können wir vielleicht auch schon öffnen, außer es steht irgendwo dabei, dass am C-Day geöffnet werden soll, also nehmen wir den hier auch noch mit. Aus Opfenbach, Artorx, Chaos Osaro. Nehmen wir auch noch mit. Neumünster, da habe ich heute Abend wahrscheinlich gar nichts mehr zum Öffnen. Deiske 1941, ich sage immer kommuniziert über den Buddy. Ne? Einer war dabei, glaube ich. Der hat es dran stehen. GDA Michel 88, nicht 89. Hannachen 3484. Und wir haben Glück, dass wir immer noch die 30 Geschenke aufmachen können. Hier Kumpel 1. Bester Name einfach nur. Taubsi haben wir hier, Laura von Insta, ihr seht immer die Abkürzung, da ist Insta abgekürzt, da ist Facebook abgekürzt, da ist alles andere abgekürzt, WA steht für WhatsApp. Oh, den dürfen wir nicht aufmachen. Level Up C-Day 11 Uhr und da halten wir uns auch dran, selbst wenn es nur ein Zweier ist. Das müssten die auf jeden Fall gewesen sein, die lassen wir mal kurz hier durchstreichen. Gucken noch mal kurz in die Nearby-Liste. Ja, vor allem denkt man, man hat es noch nicht gefangen, da ist der Schatten, aber das ist nicht der Schatten, das ist einfach so schwarz und dunkel. Zwei sind hier auch noch in der Nearby-Liste, die noch gar nicht auf sind. Wir gehen jetzt aber mal rein, gucken mal, was passiert, wenn wir mit dem typisch Andy tauschen. Eigentlich hätte ich warten müssen, bis ich einen zweiter weg habe, dass ich da
über eine Entfernung tauschen kann und mehr Bonbons dafür bekomme. Ich werde auf jeden Fall trotzdem meins weggeben, werde mir das von ihm rüberholen. Beide aus Römhild, beide vom 17.06. Gibt es halt wenigstens noch ein Bonbon dazu. Und das schwarz mit goldenem Hintergrund sieht bestimmt richtig heftig aus. Ein Bonbon, okay, hätten drei sein können, sind sie jetzt nicht. Davon werde ich auf jeden Fall ein paar sammeln und aufheben. Da wollen bestimmt viele einen Glückstausch machen, wenn die dann... Toll, was ist das denn? Ich glaube, die haben es einfach geklont. 2273 und 2273, also... Beide auf 2273, beide genau identisch, beide vier Bonbons. 12, 14, 14. Hat auf jeden Fall drei Sterne, aber... Hätte mir mit 15 Angriff natürlich besser gefallen. So, der freut sich erstmal. Das war's. Habt ihr auch schon einen C-Chrom Raid heute gemacht? Schreibt's mal in die Kommentare. Und habt ihr vielleicht sogar schon einen Lucky Trade gemacht? Vielleicht habt ihr euch auch extra einen Glücksfreund dafür aufgehoben. Schreibt's mal alles rein. Wie findet ihr das Pokémon allgemein? Mit wie vielen Leuten habt ihr geradet? Oder wartet ihr auf die Raid-Stunde? Ich bin gespannt. Das wird auf jeden Fall ein genialer Monat, sag ich mal, denke ich mal. Denn guckt euch das an. Das ist das Coolste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Nehmen wir so mit. Post mal auch gleich in die Gruppe rein. Noch ein bisschen angeben und so. Wir gehen jetzt aber heim, schneiden das Video, laden das dann hoch. Und nachher kriege ich nochmal Besuch. Handy verkaufen. Denn der Axel, der das glaube ich war, der beim Raid da gestanden hat, wollte mir immer so ein Handy abkaufen von den Handys, die da lagen. Ich habe gesagt, ich habe zu Hause noch ein Handy vielleicht. Vielleicht kannst du da mal gucken. Das eine lädt jetzt gerade. Das will er dann abholen und will es mir abkaufen. Also, das lag eh nur bei mir rum. 6 Stück reichen. Oh, da oben ist der Adi. Gut, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.